Hast du noch irgendeinen Tipp? Ja, weil du musst dich ja auch immer motivieren im Gedächtnissport, dich jeden Tag hinsetzen. Hast du da ja, zeitweise 2, 3 Stunden jeden Tag gemacht? Und im Medizinstudium ist ja auch so, dass man oft mal nicht so die Motivation hat, vielleicht. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich selber motivieren kann? Ja, wie man sich selber motivieren kann. Also zum einen hat man natürlich ein Ziel. Wenn man weiß, warum man das Ganze hier macht, ja, dann fällt es vielleicht schon ein bisschen weiter, ein bisschen leichter. Und helfen könnte da zum Beispiel das Ziel auch klar zu visualisieren, entweder vom geistigen Auge, sich vorstellen, wie man am Ende der Prüfung dann da mit seinem Doktorhut oder mit seinem Staatsexamen oder sowas dasteht, oder wie man vielleicht später dann seine Facharztausbildung fertig hat, oder wie man halt ein fertiger Arzt ist irgendwo und am Patienten arbeitet oder was auch immer. Irgendwie so ein Bild für sich. Man könnte sich auch an die Wand hängen oder ja, irgendwo richtig als Bild irgendwie an die Wand hängen oder sich anschreiben irgendwie. Das ist ein guter Tipp. Ja. Trotzdem reicht es manchmal einfach nicht, weil man so einfach gerade keinen Bock hat. Und ja, da muss man einfach dann auch manchmal durch und sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und es gibt diese 21-Tage-Regel, dass man, wenn man eine Sache 21 Tage lang durchgezogen hat, dass man dann auch dabei bleibt. Oder dass man es dann geschafft hat und dass es dann auch noch halb so schlimm ist. Die Tage muss man halt irgendwie durchziehen, seinen Schweinehund überwinden. Und wenn man dann nach Hause kommt und keinen Bock mehr hat, dann macht man einfach trotzdem noch 10 Minuten. Das ist so eine Routine wie Zähneputzen. Genau. Ist. Zähneputzen tut man ja auch einmal am Tag und nicht einmal im Monat, 2 Stunden lang. Davon hat man halt nicht viel. Ja. Und einfach diese Routine irgendwie reinkriegen. Und und das Ziel visualisieren. Warum mache ich das eigentlich hier? Mhm. Und wenn man das weiß und da auch ein gutes Gefühl bei hat, dann, also bei dem Endergebnis, dann kann man sich auch wieder motivieren. Ja. Wenn man schon weiß, okay, irgendwie habe ich auch gar keinen Bock auf dieses Ziel, dann hat man andere Schwierigkeiten. Ja. Da muss man sich nochmal überlegen, ob man nicht nochmal ganz was ändert. Ja. Das ist dann andere Geschichte, aber da muss man auch vielleicht den Mut dann haben und sagen, nee, irgendwie ist es nichts für mich, ich muss was anderes machen. Ja. Kann auch passieren, ist auch nichts Schlimmes dabei. Wir ändern uns im Leben auch und es kann auch mal sein, dass man auch mal sagt, ja, ist Schluss mit dem Medizinstudium. Zwar schade, aber kann auch mal passieren und ist auch nicht der Weltuntergang. Ja. Also ja, gute Tipps. Richtig interessante Tipps, wo man, glaube ich, auch so dann im Studium wirklich oder ihr Zuhörer dann profitieren könnt.